Welcome to Freak Valley. Freak Valley Festival 2019 findet man immer wieder interessante Leute. Was machst du da eigentlich? Eine Brücke. Weil es Freak Valley freaky ist. Voll freaky. Guck das mal wie beim Exorzisten, ey. Freak Valley! Shovel down. We can talk it over the ground. I would do anything for love. I won't do that. Hello guys, so how are you doing? Please tell us, why are you coming back each year? Oh man, for the atmosphere, the general community we have around it, like it feels like a real family now. We know it's small, it's still small and breathable. Let's go! Yeah. Cheers, guys! Cheers! Have fun! Bye bye, guys! Cheers! Der Freak Valley ist das für euch so? Das achte Freak Valley. Mein erstes. Dein erstes? Ja, tatsächlich, ja. Und wie ist der Eindruck so ein bisschen? Ja, super. Ich komme auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Wieso? Was ja. Macht das bitte? Ja, weil es geil ist. Also die Leute sind geil, die Musik ist geil. Es ist überschaubar und ja, macht einfach Spaß. Ja. Was macht denn so besonders das Freak Valley Festival? Die Leute. Die Leute, absolut die Leute. Ich war noch nie auf einem Festival, wo alle so friedlich und gut gelaunt miteinander waren. Ja, die Leute. Die Leute, die sind hier schon. Jeder, der hierher kommt, kommt halt hierher, weil es einfach, weil die Bock auf die Musik und auf die Leute haben. Und von anderen Festivals kennt man halt, dass halt auch Leute hinkommen, die. Ja, die kommen aus der Gegend, denken sich, hier ist Musik um die Ecke, das schauen wir uns mal an. So. Okay. Und hier sind halt wirklich alles Vollblut. Festivalgänger. Kommen wegen der Musik die Leute. Genau. Ja. Wir kommen ja auch schon was länger hier hin und ich hab dann immer so, ich kenne keine einzige Band vorher, maximal eine, aber irgendwie gehe ich immer mit 1000 neuen Bands weg. Genau. Absolut. Also King Buffalo gestern auf jeden Fall Tuba und heute Abend Minami Deutsch. Ich bin total gespannt. Cool. Und das ist so unser Highlight. Und den Rest nehmen wir wohlwollend mit. Ja, cool. Danny. Laut. Wie viele Frequenz ist das für euch eigentlich? Das erste Mal hier. Nein! Ja, doch. Ja. Und wie gefällt dir so? Ja, richtig geil. Also muss ich sagen, die Stimmung ist richtig gut und nette Leute auch. Also alles friedlich hier, muss man sagen. Also ist richtig gut hier. Regenbogeneis. Feuerstein-Place. Hier. Aktuelle Stunde. Hier darf man grillen. Feuerstein-Place. Freak Valley. Wenn ihr einen Freak Valley-Bericht von euch schon mal gesehen habt, wisst ihr, dass der Campground ziemlich weit weg ist von der Bühne. Daher, die zwei machen sich einfach mit dem Bobbycar einfach hier runterballern. Wie weit das eigentlich weg ist, das seht ihr jetzt. Yeah.
Müssen wir nochmal erwähnen, ihr seid ja ein Verein, oder? Ihr seid ja, ja kein kommerzielles Unternehmen, nein, sondern ihr seid ein Verein. Jeder macht das in seiner Freizeit. Richtig, oder? Das macht uns auch vollkommen unabhängig. Ja. Wir haben so ein paar Werbesachen in unserem Programm drin, aber ansonsten sind wir vollkommen unabhängig und können also wirklich frei handeln. Natürlich müssen wir Rücksicht nehmen und das von daher gesehen ist natürlich alles top, dass die Gemeinde Nepfl, auch die Stadt Nepfl und die anderen Rote Kreuz und so und alles uns auch unterstützen und die Bayernbacher die Wiesen zur Verfügung stellen und so weiter und so weiter. Der Sportplatz, das ist schon alles top. Am Anfang war ein bisschen Angst da. Viele schwarze, gekleidete, voll tätowierte, langhaarige. Achso, die Gemeinde hatte Angst. Oder? Ja, 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 okay. War schon, klar, war ist ja hier sehr klein und idyllisch irgendwie. Ja, du musst schon eine Menge Türen einrennen. Wie ist das für dich als Rockfreak, wenn euer, ich sag mal, kruder Musikgeschmack so eine große Bühne bekommt? Was geht da in dir vor, so nach all den Jahren? Das ist immer ausverkauft, Freak Valley. Ja, ich habe vorhin Arp of Ascent gesehen. Das ist für mich der Ritterschlag gewesen. Also für mich die wichtigste Band, die ich in den letzten 7 Jahren hier gesehen habe. Das hat einen bestimmten Hintergrund. Die Band hieß vor 20 Jahren Datura. Die kommt aus Wellington, Neuseeland. Und das war eine der Stoner-Platten des Jahres 99. Da wusste noch keiner, was Stoner ist. Die waren noch nie in Europa. Und der Jens Heide hat es tatsächlich fertig gemacht, die nach 20 Jahren hier hinzubringen. Und deshalb war das für mich heute das Highlight. Meine Damen, meine Herren, schön euch kennenzulernen. Das hier ist Holz. Und jetzt seht ihr, was man mit Holz alles machen kann. Ja! Ja! Yes, das war, es wird, hat immer mehr Komfort, zum Beispiel Duschen, das schätzen wir sehr. Und man entdeckt jedes Mal ein neues Bijou, eine neue Band, die man vorher nicht kannte. Und es ist nach 6 Jahren immer noch super hier. Hier am Freak Valley Festival Zeltplatz haben wir eine Bar entdeckt. Barkeeper des Vertrauens. Was ist denn so deine Empfehlung hier? Guck mal, frische Minze. Sehr gut läuft der Long Island Iced Tea oder der Gin Tonic. Long Island Iced Tea klingt gut. Long Island Iced Tea, alles klar. Da würde ich auch noch einen nehmen. Wie viel Freak Valley ist das für euch hier? Fünfte. Fünfte. Und immer warm am Start, oder was? Nee, das erste Mal. Wir haben hier diverse Geburtstage, die wir dieses Jahr begehen und da dachten wir, Sofa plus Bar. Eine geile Idee auf jeden Fall. Ja, wir haben auch schon Platz, wo die eingelagert wird. Die ist viel zu schade, um die nächstes Jahr nicht wieder mitzubringen. Und dann. Aber du machst jetzt so einen richtigen Cocktail, Alter, oder was? Ich mach so einen richtigen Cocktail, ja. Alle drei, was schmeckt. Long Island ist ja sowieso jetzt nicht gerade harmlos. Das ist unser Festival. Ein schönes Indian Pale Ale. Zitrahopfen, sehr fruchtig, lecker. Ist das schön bei euch? Guck mal, ist das schön hier. Wir haben Bier bekommen, eingebrochenes Bier und vom Barkeeper Long Island Iced Tea. Guck mal, wie schön das aussieht. Wie viel ist es? Also wir sind von Anfang an dabei. Schön, dass es so ein kleines Festival ist. Es ist sehr familiär. Man sieht auch viele Leute jedes Jahr wieder.
special mellow kind of atmosphere throughout the whole festival. I really like the people here. Just the nicest, down-to-earth, fucking most genuine people that we've ever fucking met here. The musicians, the staff, the fucking camera crew, fucking the beers, the food, everything. Like, here, you hear the crowd? 100% real love out there. And it's fucking amazing. Fucking amazing. Woo! Weiter im Programm. Und tschüss. So, da war schon wieder. Freak Valley Festival 2019 ist vorbei. Happy Metal Holiday sagt tschüss. Super Crew, super Leute, super Bands. Ich würde sagen, kommt einfach mal selber vorbei. Das lohnt sich.